Bei uns jetzt Lucy Stamm, er ist Nationalrat bei der SVP, zuständig vor allen Dingen auch für EU-Recht. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt der wichtigste Grund für die Schweiz, nicht in der EU zu sein? Also der zentrale Punkt ist unsere direkte Demokratie. Innerhalb der Schweizer Grenzen kann das Schweizer Volk befinden über jede Sachfrage, was gilt und was nicht. Und offensichtlich würden wir das verlieren als Mitglied der EU, weil dann entscheidet Brüssel. Brüssel wird nie ein Land akzeptieren können, welches in wesentlichen Punkten anders entscheidet als Brüssel. Nun kann es ja sein, dass Europa über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte jetzt in eine Schweizer Entscheidung hineinwirkt, und zwar in ihr Minarettverbot. Glauben Sie, dass das eine Möglichkeit hat, dass das wirklich kassiert wird? Das ist nicht nur diese Möglichkeit. Wir haben Washington, Brüssel, Den Haag, Straßburg, alles potenzielle Probleme, wo in die Schweizer Souveränität eingegriffen werden kann. Das ist ein ständiges Problem, das wir haben. Nun gibt es ja auch den Internationalen Währungsfonds, in den Sie als Schweiz auch mit einzahlen und wo Sie dann praktisch auch indirekt diese EU-Kassen jetzt mitfüllen müssen von Staaten, die ihre Schuldenlast nicht mehr begleichen können. Sind Sie da glücklich über diese Situation? Überhaupt nicht. In der Tat ist es so, 750 Milliarden Euro Fallschirm. Durch den Internationalen Währungsfonds ist die Schweiz plötzlich mit einbezogen. Und dass wir uns da wehren, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Nun sind Sie auch zuständig für den Bereich Zuwanderung und innere Sicherheit. Wie kann sich die Schweiz in diesen Bereichen auch noch zusätzlich schützen? Ein Land, welches die Selbstbestimmung betreffend Einwanderung aus den Händen gibt, macht immer einen schweren Fehler. Die Personenfreizügigkeit gemäß EU ist für die Schweiz ein Nachteil. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir nach wie vor bestimmen können, wer in die Schweiz einwandern darf und wer nicht. Nun haben Sie jetzt auch die Ausschaffungsinitiative gut durchgebracht. Das Ganze ist jetzt in der Gesetzgebung. Jetzt habe ich gehört, dass das jetzt auch schon wieder ein bisschen verwässert werden soll. Leider ist das so. Für mich ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass ein Land selbst bestimmen kann, wen es ausweisen will und wen nicht. Wenn wir hier von außen unter Druck gesetzt werden, dann werden wir uns vehement wehren dagegen. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Stamm, für dieses Gespräch. Ebenfalls.